Moin Moin, hier ist Christian von The Maltet, ich grüße euch. Heute sind wir auf Eila unterwegs und zwar bei welcher Brennerei? Tja, die wird hier nicht genannt, denn wir sind heute beim unabhängigen Abfüller Elixier Distillers und die haben verschiedene Serien und füllen ja Whiskys von Eila ab. Und zwar gibt es eine Serie, die kennt jeder, das ist die Elements of Eila Serie in diesen ja, leicht Chemieunterricht anmutenden Flaschen. Und das ist hier zum Beispiel ein Kalila, 7 Jahre alt. Und heute habe ich allerdings einen Port Escaique auf dem Tisch. Und Port Escaique ist ja eine Stadt an der nördlichen Küste von Eila, ist quasi das Tor zu Eila. Und so haben sie sich gedacht, nennen wir auch die Serie von Whiskys aus den Brennereien von Eila, um Eila zu entdecken. Und deren Brennstil, es gibt ja diverse Brennereien auf Eila, Lagavulin, Laphroaig, Artbeck, Bunnahevan, ja, da gibt es einige. Und ja, es gibt verschiedene Abfüllungen von Port Escaique, 100 Proof, Sherry Cask, dann welche mit Alter, welche ohne Alter. Und dies hier ist eine Single-Cask-Abfüllung aus dem Jahre 2008. Der Whisky wurde 2008 am 12. Juni 2008 gebrannt und gebottelt 2019. Hat also ein deklariertes Alter von 11 Jahren und der Outturn betrug 650 Flaschen. Und er lag 11 Jahre in einem Solera Sherry Butt, ja, Sherry Butt umfasst so knapp 500 Liter und das Solera-Verfahren ist dieses Verfahren, wo in verschiedenen Fässern der Sherry nach und nach nachgegossen wird. Und oben wird der neue reingegossen, und, um zu reifen und dann setzt sich unten der ältere Sherry ab. Abgefüllt wurde dieser Whisky mit 53,4%. Er ist nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert und war damals so für, ich meine, 75 Euro zu haben. 70, 75 Euro hat er damals gekostet. Schon etwas her. Ich habe die Flasche auch so ein bisschen verbuddelt und hatte sie jetzt wieder mal beim Aufräumen gefunden und dachte, ja, die öffne ich mal, um sie mal zu verkosten. So. Und ich habe hier auch noch eine CD auf dem Tisch stehen, und zwar von Ahab, The Coral Tombs, der Korallenfriedhof. Und die Geschichte läuft hier textlich so ein bisschen an 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne entlang. Das ist so Funeral Doom Metal der langsamen Art. Die haben aber immer mal wieder so ein bisschen einen Black Metal ja, Einflüsse mit drin und oder auch Einlagen. Gleich am Anfang von der Band Ulta ist da der Sänger und da gibt es auch richtig Blast Beats, so sehr untypisch für Funeral Doom. Aber ansonsten läuft es lavamäßig lang und das habe ich mit diesem Whisky hier verglichen. Denn wenn man an ihm riecht, hat man auch so einen richtig schönen rauchigen, küstenmäßigen Dunst. Man hat Kirschen, Pflaumen, Feigendatteln. Man hat eine schöne Holzigkeit. Und immer wieder kommt der Rauch und belegt die Innenseite der Nase. 53,4% sind in der Nase erstmal gut eingebunden. Ich habe da nichts Stechendes, nichts Mentholiges. Vielleicht, wenn man ganz tief die Nase reinhält, dann schon so ein bisschen. Aber sonst ist der Alkohol wirklich sehr gut eingebunden. Diese dunklen Früchte, Schwarzkirsche, wie gesagt, schöne Pflaumen, reife Pflaumen, Pflaumenkompott. Dann so ein bisschen trockene Holzigkeit. Vielleicht auch sogar noch so ein bisschen karamellisierte Früchte.
Also in der Nase ist es schon mal richtig schön. Und für seine 11 Jahre, da bietet er auch relativ viel Komplexität. Ja, jetzt wollen wir mal probieren. Slangevin auf euch. Boah. Der hat Power. Jetzt kommen die Pflaumen. Schwarzkirsche wieder. Der Rauch belegt den Gaumen. Wir haben eine Salzigkeit. Wir haben eine kleine Muffigkeit nach Seetang, nach Seilen, Fischernetzen. Oh. Jetzt kommt wieder Fruchtigkeit, feinen Datteln. Boah, er ist kräftig. Also, er ist nicht sprittig. Alkohol ist wirklich gut eingebunden, aber er ist wirklich sehr, sehr, sehr präsent da. Und ich will ihn deswegen so ein bisschen mit Wasser verdünnen. Ja, so. Um mal zu gucken, ob ich da noch so ein bisschen mehr Fruchtigkeit rausbekomme. Ja. Jetzt habe ich richtig schön die Pflaume nochmal da. Kirschigkeit. Dann die Trockenfrüchte wieder. Jetzt auch so eine ganz leichte Nussigkeit drin, die ich vorher überhaupt nicht hatte. Der Rauch geht so ein bisschen zurück. Also Wasser tun dem gut, das ist schön. Und wie gesagt, für seine 11 Jahre, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, bietet er wirklich relativ viel Komplexität. Jetzt wieder doch der Rauch, jetzt wieder auch diese Holzigkeit, die ich angesprochen hatte. Ja, war ein gutes Solera Sherry Butt. Der macht Spaß. Brennereimäßig, ja. Jetzt kommen auch noch mal so ein bisschen Feigen im oder Datteln im Speckmantel. Die Feigen kommen auch noch mal, süße Feigen. Aber ich würde sagen, wenn ich jetzt irgendwas sagen sollte, würde ich sagen Lagavulin. Würde mir am ehesten einfallen dazu. Ja. Also Wasser verträgt er wirklich gut. Jetzt kommt die Pflaume immer so richtig durch. Jetzt habe ich auch die speckige nochmal am Gaumen. Also den kann man gut verdünnen. Davor war er mir fast ein bisschen zu präsent, zu stark im Mund, am Gaumen. Ohne dass der Alkohol jetzt wirklich sich nach vorne geschoben hätte, aber er hatte wirklich eine extreme Präsenz. Und das war mir dann, gut, es ist auch heute der erste Whisky, den ich verkoste und wird auch wahrscheinlich der letzte sein. Also das ist schon, da sollte man schon gucken, dass man vielleicht vorher nochmal vielleicht eine Trinkstärke hatte oder eben, wie gesagt, gleich mit Wasser rangehen. Dann ist er wirklich richtig schön. Davor ist er auch gut, aber eben sehr präsent, sehr drückend, sehr fordernd. So wie diese Musik von Ahab, einer Mannheimer Funeral Doom Band. Und die haben immer die Themen, also irgendwelche nautischen Themen gehabt. Und wie gesagt, diesmal 20.000 Feet von Jules Verne. Ja, richtig schön. Die Fruchtigkeit kommt mit dem Wasser richtig gut durch.
Der Rauch tritt so ein bisschen zurück, was ich positiv finde. Echt schön. Und er verliert nichts an Komplexität durch das Wasser. Das finde ich auch sehr schön. Also ist er doch wirklich sehr schön gereift. Ja, wer die Serie sich mal anschauen möchte, schaut mal rein. Es gibt immer wieder auch Single-Cast-Veröffentlichungen. Die werden jetzt natürlich ein Stück teurer sein oder eben auch jünger, damit man den Preis ungefähr halten kann. Aber für unter 100 Euro kriegt man da wirklich schöne Sachen. Schaut einfach mal rein bei den Elixir Distillers und Post Escape. Das soll es gewesen sein. Bleibt mir gewogen. Bis dann. Tschüss.